Moin zusammen, weiter geht's mit Warhammer, Total War 2 und Burg Black und den ganzen Konsorten hier. Gentleman Jenkins und Dingenskirchen kommt auch nach Hause. Ich muss mal schauen, die wollte ich ja glaube ich gleich einmal versenken. Durch Überfälle sollte ich Geld verdienen, hat irgendwie nicht so funktioniert. So, Rätsel des Ranel, guck mal, ist gar nicht so weit oben, ne? Der war zu weit im Osten, zu weit im Norden, obwohl, warte mal, wenn ich hier war, kann ich auch gleich weiter schippern. Ne? Aber einmal kommt er ein bisschen weiter nach Hause, das ist auch zu weit weg. Das ist da irgendwo drin, da könnte ich meine beiden Mädels mal hinschicken. Das ist auch da unten. Okay, warte mal, ich glaube... Jo, einfach mal die Runde übergeben und dann sehe ich wieder, was hier gerade so passiert. Ja, mit einer weiteren Queen Bess finde ich schade, dass das nicht möglich ist. Ach, der greift tatsächlich an, oder was? Okay, zwei Mörser, Kanonen, Fernkämpfer, Pikiniere. Ja, das sollte ich doch, denke ich, mal hinkriegen. Ich werde einfach die Flederbässe hier hinten auf die Artillerie losschicken. Entschuldigung. So, taktische Karte. Ja, guck mal, kommt er mir zuvor, ne? So, ein, zwei Runden hätte ich ja noch einen Mörser mehr. Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Auch alles Fernkämpfer. Das ist natürlich schlecht gerade. Jetzt muss ich nämlich mal schauen, dass ich meine Flederbestie am besten außen rum schicke, dass sie mir nicht unterwegs weggeschossen wird. So, die haben ja zum Glück richtig gut Reichweite. So, ne? Machen wir einfach mal. Guti, dann haben wir noch... Mal gucken. Ja, nee, doch, der hat freie Schussbahn. Der auch nie, die greift mich an, ne? Warte mal, dann kann ich mich doch auf den Hügel zurückziehen. Bei Ablauf der Zeit gewinnt ihr. Haha! Ja, hat man auch nicht häufig. So, die kommt da vor. Die haben hier ein kleines Stück weiter nach vorne. Gut. Ja, auch nicht schlecht. Aber man macht mal richtig lang. So. Yes. Ach, das Ding hier ist so an gucken irgendwie. So, rechte Flanke, rechte Flanke. Linke Flanke, linke Flanke. So, dann haben wir ihn noch. Zauberer, okay. Ja, den kommt mal ruhig ein bisschen weiter in die Mitte. Und ja, meine Fliegerbestie, die lasse ich mal außen. Ranald ist mit euch, ja, sehr schön. Ist auch eher selten mal der Fall. So, und die müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie rankommen. Achso, Gefecht starten muss ich auch noch. So, die haben Reichweite 380. 380. 380. 450. Oh, da muss ich hin, auf die Gusskanonen. Ich glaube, die sind schon in Reichweite, oder was? Ey, so krass sind die noch auch wieder nicht. Muss ich
Oder? Doch, guck mal, Tatsache. Die sind schon in Reichweite, die können schießen. So, die haben eine Reichweite von 90. Er hat jetzt auch nicht so die Welt an Reichweite. Jeder Bestie, würde ich sagen, geht auch direkt rein. So, und dann müssen wir einmal kurz mal abbremsen das Ganze. Mal alle ein Stück vorziehen. So, die greifen nämlich da an und die greifen nämlich da an. Dafür müssen sie noch ein kleines Stück vorrücken. Muss mal kurz in die Einstellung schauen. Ne, passt alles. Okay, sah nämlich gerade wieder so aus, als hätte ich irgendwie hier einen Ton. Jetzt wird mir der Ton abgerissen. So, Mäuschen. Ran da, hab Spaß. Schießen die überhaupt, oder? Ja. Durchfeuert. Ausgeglichener Kampf. Warum das denn? Verliert leicht. Oh, guck mal. Erste Kanone schon direkt kaputt gemacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nächste Kanone. Geil, mach einfach die Kanone kaputt. Auch cool. So, auf meine Mörser muss ich aufpassen, dass die mir nicht zu weit nach vorne fahren. Die sind entsetzt. Und die Kanonen sind kaputt. Ja, guck mal. Ran da. Fliegen. Super, direkt weiter. Wo ist mein Held? Wo ist sein Held? Das sein Held. So, hier habe ich jetzt gerade ein bisschen gepennt. Muss meine Fernkämpfe mal ein bisschen nach vorne ziehen. So, Fledermäuschen. Lean, Randa. Guck mal, so muss das. Jetzt zieht um sich herum, okay. Ja, komm, ist egal. Mich ein bisschen zu sehr auf meine Ledermaus versteift. Aber es hat trotzdem echt gut was gebracht. Und ihr braucht das, glaube ich, gar nicht, ne? Ne, füll mal ruhig die Truppen wieder auf. Die schippern jetzt weg. Mission erfolgreich. Besiegt die Armeen in der Schlacht. Obans on deck. So, eine Runde noch. Count Noctilus reigns. So, Count Noctilus, du gehst mal eher hier lang, dass wir ihm den Weg irgendwie abschneiden. So, Bird Black ist ein Level hoch.
So, wir müssen mal schauen hier, wie war denn das? Leviathan, nein, da war das. Nahkampf, Abwehr, Wächter der Tiefe, ja, komm. Bauen, ja komm, mache ich hier ein bisschen auf Wachstum. Die brauchen noch 1-2 Runden. Aber dann gehe ich hier den überfallen. Piratenbucht, 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 Piratenbucht. Und dann nach Hause und auf dem Rückweg wahrscheinlich nochmal alles überfallen. Ha. So, Jackie Brown. Genau, hier hatte ich ja Piratenbuchten errichtet. Mal da könnte ich eigentlich noch mal hin. Satossa. Tilea, warte mal, was ist denn das hier für eine? Alariel's Champion. Etaine. Ist das? Nee, Tilea, hier so. Sind sie. Sehr unfreundlich verbessert sich. Südliche Reiche. Das ist jetzt die Frage, ne? Angreifen, Piratenbucht? Ich denke ja. So, erstmal. Gehst du da wieder rein? Okay. Krieg ich mich nicht. Ja doch, dann müsste ich an Land gehen, ne? Dann machen wir das doch mal. An Land und hier. Gruppen wieder auffüllen. Hey ho! Okay. Ah, guck mal, Blood Black. Die sind schon ziemlich gut dezimiert, seine Kanonen sind noch weg. Richtig gut. So, nach dem Anker kommt das Segel, ne? Machen wir das hier auch einfach mal. Startmenge Windmagie. Eine Runde. So, Samuel. Jackie. Prozent. Graf Noctilus. Ach genau, warte mal. Er konnte doch jetzt legendäres Söldnerregiment, ne? 0 von 1. Kann nicht rekrutiert werden. Nicht rekrutiert werden. Warum nicht, wüsste ich gerne mal. Ja gut, sonst haben wir alles. Der Rest muss erstmal Wunden lecken. Die Echsenmenschen schippern in Osten, erleiden Verschleiß. Dann habe ich hier auf dem Festland freies Geleit. Ha, Kno, ach guck mal. Wollen die sich an mir rächen, oder was? Ritter von Origo. Ich sag mal, wenn ihr euch die Köppe einhaut, dann lasst die Siedlung auf jeden Fall heil. Tyrann des Schwarzen Ozeans. Geißel von Aquitaine. Oh, das waren auch Untote. Mit denen wollte ich mich eigentlich irgendwie nochmal verbünden, zusammenschließen, wie auch immer. So, du gehst schon mal innerhalb der eigenen Landesgrenze hier oben hoch. Nächste Runde greifen wir an. Ja, und hier muss ich auch noch weiter Wunden lecken. Ich weiß nicht, ob die beiden zusammenkämpfen, wenn sie in dieser Stellung sind. Werde ich gleich sehen. Gut, genau. Er sollte sie nochmal aufladen. Blood Black ist bereit. Guck mal, während der so blablabla, können wir mit ihm hier machen. Und ich würde mal sagen, 17 legendäres Söldnerregiment rekrutieren.
Und hab Spaß, mein Freund. Oh, jetzt zieht sie zurück. In die Arme von Graf Noctilus. Wäre auch nicht schlecht. Komm, egal. Entscheidender Sieg, Gefecht führen. Die schaue ich mir an. Und mit den Legendären hier, die haben zwar geringere Reichweite. Ich muss mal gucken, wie die allgemein so sind von den Werten. Im Vergleich zu den Standard-Deckschützen. Sonst fliegt ein Trupp Deckschützen raus bei Graf Noctilus für so einen Trupp. Mal Rüstung, Führerschaft, Geschwindigkeit, alles gleich. Nahkampf, Angriff und Abwehr ist sogar höher. Waffenstärke ist höher. Angriffsbonus, ja, Munition ist fast egal. Geschossstärke ist weniger, Reichweite auch geringer. Aber ansonsten sind die wesentlich besser. Und 120 davon wohlgemerkt, ne? Nicht nur, also viermal so viele. Yep. Legendäres Söldnerregiment. Gefällt mir jetzt schon. So, drei Mörser direkt dahinter. Wir müssen nämlich mit schöner Reichweite den anderen wegprotzen da von dem Gegner. So. So, dann kommen hier die Kollegen hinter. Einer von euch kommt hier hin. Einer von euch kommt dahin. So, ja, die Fledermaus. Und, ah, genau, guck mal. Die gehen hier rechts den Hügel hoch. Die Rache der neuen Auge. Red Lobster! Oh, Achtung, Schleichwerbung. Oh. Artillerie geht zuerst auf Artillerie, ja, noch besser. Guck mal, Moral bricht da auch schon direkt ein, aber ganz massiv. Mit der nächsten Salve dürfte es das auch schon gewesen sein für die. Ja. Wow. Und erstmal so ein Dutzend Mörser geschossen. Wow, Alter, den hat's den Oberkörper weggefetzt hier. Ja, Körper weg. Okay, puff, puff. So, ich muss mal einmal kurz schauen, wo sind meine Spims? Ja gut, die Fledermaus ist dran. Ja, was sollt ihr auch sonst machen, meine Freunde? Na komm, friss ein. Oh, die arme Sau. Steht er noch auf? Gute Sache. Okay, ja, die sind weg. Schauen wir uns die neuen mal an. Ups. Falsche Taste gedrückt. Ach, die haben noch Kanonen drauf, oder was? Was greift an? So, wie sieht's hier hinten aus? Weil auch alles Chico. Oh, sein Hilfe abhauen. Flederbestien. Komm hier mal hoch. So, der hat noch 64 Lebenspunkte. Da sollte er angreifen. Wie heißt er eigentlich? Gentleman Jenkins. Achso, ja. Wow.
vom Kommandant kaputt. Sehr schön. Gefecht beenden. Entscheidender Sieg. Drei Verluste. So, damit dürfte der Khan jetzt auch ziemlich leck schlagen. Blood and Blunder. So, Infamie, Loyalität plus 1. Ja, Infamie kriege ich eh. Ja. So, guck mal, ich könnte einen Trupp, ne? Wegschützen, tauschen. Ah, komm nicht ran, ne? Schade, nächste Runde auf jeden Fall. Aktion vernichtet. Freibeuter von Port Royal. So, ich kriege hier noch zwei unter. Dann hole ich mir auf jeden Fall die beiden legendären im Eindruck. Wegschützen geht dann hier mit rein. Yes. Gut, Galeonenfriedhof. Kann man noch irgendwas bauen hier? Irgendeine Siedlung. Ne, der muss noch wachsen. Dauert noch 5 Runden. Hier dauert es noch 13 sogar. War da noch 4 Runden. Da dauert es noch 2. Hier oben hatte ich doch, ne? Bewegungsreichweite reduziert, genau. Vampirische Korruption plus 2. Sehr schön. Und hier dauert es noch eine Runde. Können wir nächste Runde auf jeden Fall was ausbauen. Da sind es auch noch 6 Runden. Ach, guck mal, hier unten. So, dann bau mal. Und da sind wir wieder beim Galeonenfriedhof. Kurzer Blick auf die Uhr. Ja, 22. Ein, zwei Runden machen wir noch. Mal gucken, ob die Orks angreifen am Osten. Wie gesagt, haut euch gerne die Köpfe ein, aber reißt um Himmels Willen nicht die Siedlung ab. Konföderation, Kuron und Ritter von Origo. Okay, das wird eine größere Geschichte später. Durchwühlen, was haben wir hier noch? Vernichtender Angriff. Familie Kurzhand. Ja, das Dumme ist, wir haben beide Loyalität 10, das passt dann schon. 3 Runden bis vollständig verstärkt. Da sind es sogar 5 Runden. Admiral of the Fleet. Müsste eigentlich irgendwie kämpfen. Aber ich glaube, das kann nur einer von beiden, ne? Stellung Marsch, Plündern, Überfall. Ja, komm, leider aufschlagen. Nee. Leckt weiterhin eure Wunden, Graf Noctilus. So, genau. Ihr tauscht mal ein paar Einheiten. Du kriegst nämlich den. Einheitenrang 9, Alter. Kriegst dafür den und wir kriegen noch die hier. So hat Graf Noctilus 20. Sehr schön. Und der ist auch schon, ja, leider auf Level 40. So, ich schippe mal hier rechts rüber. Ich guck mal, da ist schon der nächste. Hier. Und er müsste eigentlich zu Hause bleiben und hier irgendwie verteidigen, ne? So, Loyalität hat er keine, das ist schon mal ganz gut. Also, Loyalität hat er keine, klingt jetzt ein bisschen komisch. Natürlich, der ist aber so loyal, dass ich mir da gar keine Sorgen machen muss, dass irgendwann abhaut. Das wollte ich damit gesagt haben. Jo, Krieg erklären, brauche ich nicht. Eher tame. Ach, das waren ja die Elfen, ne? Entscheidender Sieg. Ja, komm, das gucken wir uns auch noch an. Und danach, danach machen wir dann
Eine kleine Pause. Jetzt habe ich schon wieder nicht nach Bannern geschaut, ob ich irgendwie was hätte neu vergeben können. Sollen müssen. Schlacht von Marco-Gipfel. So, oh, guck mal. Aufstellung starten. Ich würde auch sagen, gar nicht mal lange fackeln. So, wir gehen hier über die Mauer hoch. Sechs Schützen bleiben in zweiter Reihe. Die Mörser ziehe ich hier nach vorn. Die beiden großen gehen mal auf die Seite. So, ihr bleibt dahinter. Wieder Beste. Auf geht's. So, hoch da. Hier ein bisschen nach vorne. Hier nach vorne. Ein bisschen an die Seite. Du gehst direkt an die Tür. Du rennst auch ein Stück weiter nach vorne. So, und das Fledermäuschen hier. Zauberer. Hofspeer, Geschossinfanterie. Ja, ihr geht nach vorne und holzt da mal ordentlich rein. So, Fledermaus. Wie viele sind das? Genau, du holst hier sein... Ups, wo ist er? Hätte doch hier irgendwo einen Zauberwand da. Hey, cool. Schöne Ablenkung. So, ich geh mal hoch. So, guck mal, und jetzt haben wir nämlich die Hypersonne des Xerois direkt hinter die Mauer. Kann Entsetzen verursachen. Seelenfreude. Ist er das hier? Wo ist denn er da? Zauberer. So, ist die Tür langsam mal auf hier? Oder ja, ich glaube schon. So, okay, nice. Dann geht ihr mal nach drinnen. Die geht auch nach drinnen. So, hier müsst ihr mal euren Kollegen helfen. So, ein bisschen mehr mit Buffs und Flüchen arbeiten, mache ich sonst irgendwie nie oder viel zu selten. Lederbestie. Er hat doch hier noch irgendwo sein. Da ist er. So, runter. Nach unten mit euch. So, Hellebarden-Infanterie. Verblasst, okay. Der Rest runter von den Mauern, rein in den Nahkampf. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja, meine Mörser brechen da ordentlich mit rein. Die beiden Großen sind auch am Start. Ich müsste eigentlich mal meine Fernkämpfer einfach reinlaufen und hier irgendwie platzieren. Schön eng. So, ein Trupp geht davor, gibt euch Deckung. Aber der Rest muss den hier irgendwie mal wegkloppen. Ein bisschen zurückschubsen.
on you! So, gebrochen, Schaden erlitten. Und fliehen sie von den Mauern. Sie fliehen von den Mauern. So, dann geht auch E hier nach unten. Wo ist sein General? Da ist er. Komm, Mäuschen, schwing dich in die Lüfte. Du sollst ihn mal von oben hier ein bisschen anspucken. Das war Hellebarde. Da, Nahkampfspezialist. Hau raus die Buffs. Und hinterher. Ah, komm. Ist egal. Oh, Geschossmonster. Holt euch das mal. Ihr holt euch hier den Anführer. Da bin ich jetzt neugierig drauf. Geschossmonster. Na, machst du Tür auf, gehst raus oder was? Nee. So, ran da. So, Fledermäuschen. Ja, tatsächlich, guck mal, er steht hier. Ehrwürdiges Stegodon. Nee, doch, so einen hatte ich damals auch mal gebaut. Schade nur, dass er irgendwie vergessen hat, wie die Tür aufgeht, ne? So, dann spuck mal ran da. Sehr schön, und Angriff. Und ihr auch, Angriff. Das vier legen wir noch. Da haben wir 8 Lebenspunkte. Kaputt? Da liegt er. Tempelwächter, das ist euer nächstes Ziel. Den holen wir auch noch. Und entscheidender Sieg, das war's. Ja, die nächste Warhammer, das wird auch wieder auf Schwierigkeitsgrad normal sein. Aber es war irgendwie, ja, ich bin halt kein Profi auf diesem Gebiet hier, wie man merkt. Und das war mir ein bisschen zu doll irgendwie. Mit dem Arandissa's Holzbeit hatte ich es ja ein paar Mal versucht auf normal, hat irgendwie gar nicht funktioniert. Deswegen bin ich halt mit ihm hier auf leicht gegangen, weil ich nicht wusste, wie das ist mit der Schiffsmechanik. Ich dachte nicht, dass ich da auch irgendwie gar nicht vorwärts komme, aber es läuft echt gut. Und? Ah, schade, fast. Ausrauben! Wow! Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Und, ja komm, renn mal ruhig hier hin. Mal schauen, was kannst du denn hier rekrutieren? Ja, nix bis voll. So, Leitheimsucher. Oh, guck mal, hat hier schon alles voll. Meisterschlag, Waffenstärke erhöhen. Und dann, ja, bauen war jetzt noch wieder drin. So. Ja, ich glaube, das war der. War ja nur einer diese Runde. Sehr cool. Gut. Dann, ja, Samuel, der wird jetzt hier nach und nach die Häfen überfallen, Piratenbuchten errichten und auf dem Rückweg nochmal alles überfallen. Und dann wird er wahrscheinlich nur hier irgendwo in der Stadt bleiben und, entsprechend hier auf Verteidigungspositionen im Norden gehen. Jackie Brown und Amelia Kurzhand, die werden sich noch ein bisschen die Wunden lecken, die werden sich dann aber diese beiden Häfen vornehmen, entweder zusammen oder jeder für sich. Und da, um dann halt auch entsprechend
Piratenbuchten zu errichten. Auf Noctilus, ja, war eigentlich gerade auf dem Weg hierhin, aber auf dem Weg in den Norden werden wir den hier noch mitnehmen und dann mal schauen, ob wir hier auch die Häfen überfallen. Und Burke Black bleibt erstmal zu Hause. Ich wollte auch noch mal schauen in den Kommandanten in den Provinzen, Fraktion, Mission und Aufgaben. Guck mal, Graf Noctilus muss eh irgendwie 4000 Euro, Dollar mal zusammen Klabuster bekommen. Ansonsten haben wir noch das Kampagnenziel. Guck mal. Sieg in kurzer Kampagne. Vasallen oder militärische Verbündete. Boah, das ist echt noch viel, ne? Ups. Boah, das haben wir alles. Das hier nicht kontrolliert. 8 der folgenden Siedlungen. 1, 2, 3. Das heißt, ich brauche nur noch 5. Guck mal. Sartossa. Kontrolliert die Siedlung durch Besitz oder Militär. Ach, guck mal. Sartossa werde ich dann besetzen. Dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Stützpunkt. Henry, ja. Aber hier, Heroxat, werde ich mir auch auf jeden Fall holen. Lothan werde ich mir dann auch holen. So, 3 habe ich nämlich schon. Ja, 4, 5. Ja, dann werden wir uns darin... lange Kampagne dauert mir zu doll. Nee, dann werde ich da noch 5 Häfen, die ich haben muss, werde ich mir noch holen und dann werde die Kampagne auch schon durch. Aber hier mache ich jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.